Hallo liebe YouTuber, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, ich bin wieder back auf YouTube. Ja, ich weiß, ich habe ein paar Wochen keine Videos gemacht, aber deswegen melde ich mich jetzt auch erstmal zu Wort, damit ihr mich auch wieder seht. Und ja, es ist auf jeden Fall so gewesen. Ich hatte es ja auch bei einem Bild auf Instagram gepostet. Ich habe auch nicht erwartet, dass es so lange dauert. Ich hatte ja Probleme mit meinem Internet. Also ich habe im September meinen Anbieter gewechselt und habe, also schon vorher, aber im September sollte dann die Umstellung sein. Und ja, ich bin dann auch davon ausgegangen, dass das alles so klappt mit dem Freistellungstermin und so. Und ja, hat es dann aber nicht. Ich hatte mega Probleme. Das hat sich über 2 Monate gezogen. Leute, wirklich 2 Monate hatte ich kein Internet. Und letztendlich lief es darauf hin, dass ich mich dann sogar an die Bundesnetzagentur wenden musste, dass die das dann für mich übernommen haben, dass der neue Anbieter endlich die Leitung für sich beanspruchen konnte, weil mein vorheriger Internetanbieter hat ja halt einfach die Leitung nicht freigegeben. Und ich hätte nie gedacht, dass es so viel Ärger macht. Ich hatte vor 2 Jahren schon dasselbe Problem, habe da in einem Monat, nee, in 3 Monaten 3 Internetwechsel gehabt, beziehungsweise vom Anbieter, und das war wirklich nur Chaos. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für Gespräche waren mit Hotline und Co. Vielleicht hat der ein oder andere das von euch ja auch schon durch. Und ja, auf jeden Fall ist alles blöd gelaufen. Und ich habe jetzt erst wieder seit Mitte November Internet. Ja, und es ist jetzt quasi 1 Monat her. Und nachdem ich dann Internet hatte, muss man natürlich hier und da endlich mal wieder Sachen erledigen, die man jetzt nicht nur vom Handy erledigen konnte. Und ich war zu der Zeit auch gar nicht viel auf YouTube unterwegs, weil ihr wisst selber, wenn ihr ein Handy habt und damit immer bei YouTube unterwegs seid, dann ist natürlich euer Datenvolumen ganz schnell futsch. Und ja, deswegen hatte ich irgendwie dann auch nicht mehr viel gesehen, und also es war echt blöd diese Zeit, und ich bin auch froh, dass es jetzt vorüber ist, dass ich jetzt wieder Internet habe. Und ja, das war auf jeden Fall ein Grund, warum ich natürlich dann noch keine Videos machen konnte. Und ja, kurz nach dieser Zeit hat sich dann auf der Arbeit bei mir auch was verändert, und dann musste ich halt, also hatten wir so eine Umstrukturierung, da musste ich dich hier und da Sachen lernen, und das war alles neu. Und ja, dann habe ich mich erstmal ein bisschen darauf konzentriert, und ja, aber auf jeden Fall ist jetzt wieder alles okay. Und ich bin jetzt wieder zurück, mache wieder fleißig Videos. Und ja, es ist Wahnsinn auch, muss ich echt sagen, dass das Jahr schon vorbei ist, so quasi. Also wir haben jetzt nur noch ein paar Tage in Anführungsstrichen, dann ist das Jahr 2019 schon wieder vorbei. Und ja, in 2 Tagen habe ich Geburtstag, Leute. Samstag habe ich Geburtstag. Dann ist ja auch schon ruckzuck Weihnachten und so. Aber ja, mal sehen, wie das Wetter wird. Im Moment sieht es aus, als würde es nur regnen an Heiligabend. Das wäre natürlich nicht so schön, aber wir warten mal ab. Aber ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt das Video machen, dass ihr jetzt auch wieder wisst, dass ich zurück bin und dass ich kein Internet hatte. Für die Leute, die das natürlich auch auf Instagram nicht gesehen haben oder gelesen haben. Und ja, bei mir geht's gut. Es ist alles okay, und Skip geht's gut. Und ja, ich werde jetzt auch wieder schauen, dass ich ein paar Sachen für euch abdrehe, die ich mir schon vorgenommen habe und so. Und ja, ich gehöre jetzt endlich wieder zu den Leuten, die Internet haben, und es war wirklich, wirklich nervig, kann ich euch nur sagen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie mein Geburtstag so verlaufen wird, was der Tag so mit sich bringt, und ich hoffe, ich habe da noch Sonnenschein.
Und ja, sonst gibt es auch erstmal nichts Neues zu erzählen. Ich werde natürlich jetzt, ich habe übrigens Urlaub, ich werde das auch nutzen, damit ich ein paar Sachen für euch filmen kann und bin auch froh darüber, jetzt ein bisschen freie Zeit zu haben. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja jetzt auch Urlaub zur Weihnachtszeit. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall auf Instagram die nächste Zeit, so wie sonst auch immer. Und dann mache ich jetzt die nächsten Tage natürlich auch wieder ein Video für euch. Und ja, ich hoffe einfach, dass es euch auch gut geht, dass alles okay bei euch ist. Und ja, wir lesen und sehen oder hören uns dann die nächsten Tage. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen super, super schönen Tag heute. Und ja, es hat mich ganz doll gefreut, heute wieder ein Video für euch gemacht zu haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Fühlt euch ganz fest gedrückt und bis dann, eure Divi. Ciao!